Herr Kolb, ganz eindeutig ist die Aussage des ukrainischen Verteidigungsministers zum Thema F-16-Kampfjets. Die hat er auf Englisch gemacht und spricht dann da wirklich von einem Gamechanger für die Ukraine. Wie sehen Sie das und als Militärökonom, wie schwierig ist es auch da, die ganze Infrastruktur dafür aufzubauen? Die können ja nicht von jedem Flughafen landen und starten zum Beispiel. All das kostet auch Zeit. Ja, also ich meine, die Infrastruktur, würde ich sagen, da ist es zunächst mal wichtig, dass sie möglichst schnell mit dem Training der Piloten beginnen können. Also das Problem ist nicht Service und Maintenance für die Flugzeuge. Das Problem ist einfach, dass das eine andere Technologieklasse ist, die sie wirklich gründlicher lernen müssen. Also da geht es nicht irgendwie in Schnellkurs von 6 Wochen. Aber ein Gamechanger ist es ganz sicher. Also Ihr Korrespondent hat es richtig gesagt, das größte Problem für die Ukraine ist im Moment die Luftüberlegenheit der Russen, zumindest an vielen Frontabschnitten. Und auch hier zeigt sich natürlich wieder die Zögerlichkeit des Westens. Also wenn man entschlossener gehandelt hätte und diese Systeme früher geliefert hätte, dann hätte die Ukraine einfach nicht dieses Problem. Ich sage immer wieder, man zwingt sie im Moment zu kämpfen, wie keine NATO-Armee das tun würde. Also sich am Boden vorzuarbeiten, während sie keine Luftüberlegenheit hat. Das klassische Vorgehen wäre genau das Gegenteil. Luftüberlegenheit herstellen, dann die gegnerischen Stellungen beseitigen und dann am Boden vorrücken. Und so langsam ist man jetzt endlich mal zu der Erkenntnis gelangt, dass es doch vielleicht so ablaufen sollte. Ob die jetzt im Frühjahr kommen oder zu irgendeinem anderen Zeitpunkt, ist eigentlich gar nicht mal so wichtig. Wichtig ist, dass sie kommen. Das heißt also, dass man Russland signalisieren kann, das Kräfteverhältnis wird sich signifikant verändern über die nächsten Monate. Und insofern ist der Begriff Gamechanger sicher nicht falsch. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.